Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Pharmadrama. So, ist alles voll, Klipper läuft, auf geht's. Das ist ja jetzt nicht mehr für mich, das ist jetzt für die BGA. Und wir fahren hier mit zwei Anhängern an, das geht jetzt hier so schnell. Ich kriege das gar nicht mehr mit, so schnell wie mir das Geld verdienen hier. Ich bin gespannt, wenn die ganzen Idioten wieder da sind, dass sich dann wieder einfallen lassen, dass wir unsere Kohle wieder kriegen. Oh, der Preis geht sogar hoch wieder. Ehrlich? Beim Viehhändler? Ja. Das ist ein Blödsinn. Jetzt habe ich kein Silage mehr. Das ist ein Ding. Aber egal, ich habe trotzdem Fall laut Tablet am Steigen. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe gut Geld gemacht hier heute. Der Schuster ist auch am Main hier, ne? Die machen wir. Ah, okay. Wenn der jetzt auch noch Ballen machen würde, das wäre schlecht. Dann wird die auch noch verkaufen, dann geht der Preis wieder runter, ne? Aber jetzt passt's. Qual machen. Ich bin ja noch effektiver wie du. Ich war ja noch mit einer Balle mehr, ne? Ja. Ja, ja, so bin ich, ne? Die Mutter an der Brust. Nur so gerade hier. Im Loch. Auspasst. Normalerweise mein Ex Mario müsste jetzt langsam auf die Arbeit los, ne? Der wird schon weg sein. 10 Uhr ist Start, ne? Im Tracker Business. Freddy Watson, du jetzt noch angefangen zu dreschen? 37. Soll ich das ein kleiner weitermachen oder nicht? Von mir aus. Jetzt läuft's. So, runter den Hobel. Kommt mit dem Pressen immer nach hier, wa? Geht schon.
Ihr macht Feuer die Schwarte, ne? Und ihr presst ihn direkt hinterm Drescher, ne? Doch. Ja? Doch. Okay. Und das könnt ich auch, wenn ihr wollt, pressen, dreschen oder so. Wenn du Lust hast, ja. 37. Das hier ist jetzt die letzte, ne? Dann fahren noch Kipp leer machen. Genau. Dann gucken wir weiter. Ja. Dann bring ich mir meinen Tracker mit dahin und dann, wenn nachher fertig ist, dann können wir dann wieder zusammen wegfahren. Ja. Perfekt. Schmalen Wege muss man aufpassen, wenn einer entgegenkommt, ne? Also ich fahre jetzt Richtung Richtung Viehhändler. Falls einer auf meiner Gasse hier ist hier. Entgegen. Bitte? Der leere Bluff hätte an Seite, hab ich schon mal gehört. Ah ja, okay. Bin top. Echt? Jo. Was ist deine Arbeitsstellung noch an? Ehrlich? Mit der hängen bleibst. Ich dachte, der wird hochgehen automatisch. Ja. Hm. Ah ja, jetzt wird das, jetzt sehe ich so im Spiegel. Aber wenn das jetzt der Tierarzt und der Scheffelding und so mitgekriegt hätten, wie wir hier zusammenburschteln heute, die hätten uns einen riesen Strick durch die Rechnung gemacht. Und ich denke mal, der Gruber, der ist den Pfaffer am Ablenken. Weißt du? Dass da nichts kommt heute. Liegt noch ein Ballen. Da sind wir ja durch hier auf dem Feld. Ja, ich klopfe noch ab von mir und da sind wir durch. Also ich fahre dann direkt zu, was war das, 37? Ja. Genau. Und dann fange ich an zu dreschen, ja. Na, angefangen ist schon. Freddy, ja, ja. Ich hab's schon gesehen, ja. Ja, schon angefangen. Genau. Müssen wir bloß Bescheid sagen, wenn die Hänger sich langsam füllen, dass wir direkt fahren können. Das was? Wenn der Hänger voll ist? Ja. Ja, ja. Da steht ein Hänger zu, aber da ist schon was drin. Ja, wir sind ja auch hier in der Ecke. Ja, ich komme auf jeden Fall mit meinem Trecker jetzt dahin. Jo. Dann habe ich den da stehen, der weiß ich, wo er ist, ne? Reitmeier sein Heiligenscheinfeld hier, das macht er immer weiter, wa? Hast du das schon gesehen? Ja, das ist doch schon seit Monaten so. Ja. Sieht aus wie ein Heiligenschein. Er hat als Polizist mehr zu tun, hat keine Zeit für Landwirtschaft. Wahrscheinlich. Das macht er nur noch außenrum Rand und ist doch angesehen, ne? Hier hinten das Feld, was neben unserem 37er ist, das ist seit gut 2-3 Jahren nicht mehr bewirtschaftet. Da stehen noch Pflanzen drauf. Die sind komplett schwarz. Ja. Ja, der verdient jetzt beim Schöffeldinger mehr Geld. Hatte ich schon mal überlegt, ob ich mir das zulege, das Feld hier hinten. Als Lehrling verdient man mehr Geld, ja? Ja, wahrscheinlich. Du kannst ja Rüben machen oder so ein Kram oder was, egal was. Da hätte ich auch noch Lust drauf. Die Maschinen sind also teuer, wie ich meine, die kann ich mir nicht leisten. Wo willst du mit den Rüben dann hin? Verkaufen. Es gibt doch kein Geld. Ja. Nein. Doktor. Das lohnt sich nicht. Oder den Doktor, genau. Schweinehaltung. Nein. Da ist doch nicht so groß. Doch, Lust hätte ich schon dazu. Nur eben, wie gesagt, die Maschinen sind zu teuer. Oder Kartoffeln, hätte ich auch Bock zu. Aber ist alles zu teuer mit den Maschinen. Kann ich mir alles nicht leisten, noch nicht.
Aber wer weiß, vielleicht baut Bille irgendwann eine riesen Schweineanlage hier hin. Wenn das so weitergeht. So, stell ich mal ab hier. Schlüssel sticht. Perfekt. Halt aber bitte am Ende der Bahn an, dass ich nicht wieder Presse da noch so rumkaufen muss. Ja, ja. Wie ist denn nichts mit dem Schneidwerk hier vorne? Den Haspel runter machen. So, zurück. Na. So, jetzt. Nie gemacht, Gras gedrescht. Der sogenannte Grasdrusch. Hier kannst du in der Spur hier. Ja, das Coole ist halt eben, man braucht das nicht anzusehen, ne? Na, einmal halt. Ja, und dann wächst immer wieder, ne? Ja. Ist ja cool. Muss bloß gucken, wenn es mal gefüllt werden muss, dann hat man mal Bearbeit, aber sonst. Gut, dann ist ja klar, ne? Dann muss ja. Aber sonst doch mit dem Zeug auch keine Arbeit. Muss kein Unkraut spritzen. Kommt nämlich kein Unkraut durch. Ich lasse mal die alle Bahn frei, dass du dort nicht fahren kannst. Welche Bahn? Alle Wand. Das ist Vorgewende. Hm. Dass kein Ball im Weg liegt. Ja. Der hier ist eine Nummer größer, der Drescher, wie meiner, ne? Ja. Ich hab den Case. Ja, der ist was größer. Ah, der ist auch nicht schlecht. Schönes Gerät, gell? Obwohl, meine Schwester hatte mir ja damals den Rosselmesh gekauft, der war auch nicht schlecht. Das fand ich auch schön. Also so für mich langt der Glas, der Case auch, ist okay. Gibt Schlimmeres. So, aber gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, da kommt ein Teamspeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung und bis dann, haut rein. Tschüss.